Das ist die Forst. FAQ. Frequently asked questions. Die am häufigsten gestellten Fragen. Warum machen Förster unseren Wald kaputt? Und warum machen eigentlich nicht Försterinnen unseren Wald kaputt? Wer hat das gefragt? Warum sind's? Ja, hört man tatsächlich auch oft, oder? Also, ja, schon. Und das ist natürlich total schade. Also, es tut wirklich irgendwie weh, dass offensichtlich die Öffentlichkeit so ein Bild von Försterinnen und Förstern hat. Nicht alle, aber vielleicht manche. Ja. Ja. Ja, also es gibt ja oft mal den Ruf, nimmt den Förstern die Wälder weg und sowas. Also ja, man kann, du hast gerade auch schon mal gesagt, es gibt überall schwarze Schafe. Wir bewegen uns natürlich in einem Rahmen, gerade in der Universität und ja, in der sehr naturgemäßen Waldwirtschaft, wo man diese Aussage, dass die Förster den Wald und Försterinnen auch den Wald zerstören, einfach überhaupt nicht zustimmen kann. Also wenn man die Leute mal kennenlernt, die da mit Leib und Seele dran sind, denen das bitterst wehtut, wenn da mal Bäume vom Borkenkäfer betroffen sind oder extremer Hitzesommer einen Buchenwald sterben lässt. Also da ist, die Leute sind einfach da, um das Ökosystem zu pflegen, gesund zu erhalten und gesünder auch zu machen. Und ja, das, ich hab mal ganz, einen ganz schönen Spruch gehört, Nachhaltigkeit bedeutet nicht, dass es dass wir weniger, also dass wir so viel entnehmen, wie auch nachwächst, sondern dass wir der Generation, die kommt, es besser hinterlassen, als wir es vorgefunden haben. Und diesen Anspruch, dass es besser und gesünder wird, der ist, glaube ich, in vielen Köpfen in der Forstwirtschaft vorhanden. Klar, es gibt schwarze Schafe und Leute, die nur auf die Wirtschaft heraus sind, und da kann man dann teilweise schon davon sprechen. Und ich kann es ja auch verstehen, dass wenn man so durch den Wald geht und dann fahren da die fetten Maschinen rum und es wird alles abgeholzt, so, dass das so ein Bild irgendwie hinterlässt, aber man muss halt da genauer gucken. Und also gerade zum Beispiel, es ist total sinnvoll, Bäume, die schon tot sind, dann zu entnehmen oder die vom Borkenkäfer befallen sind, zu entnehmen, also aus dem Wald zu holen, einfach damit dieser Borkenkäfer sich nicht weiter fortpflanzt. Und da ist es dann auch oft eilig und das muss schnell passieren und dann macht es Sinn, mit großen Maschinen zu arbeiten oder an Flächen, wo vielleicht es viel zu gefährlich wäre, einen Menschen einen Baum fallen zu lassen. Ja. Auch da fährt man dann natürlich mit großen Maschinen in den Wald. Das heißt, natürlich achtet natürlich trotzdem auf alle Sachen. Und das finde ich eigentlich so schön. Also wir kriegen das halt in unserem Umfeld total viel mit, dass Försterinnen und Förster eigentlich immer versuchen, überall hinzugucken. Es geht nie um nur Holzernte oder nur Naturschutz oder nur Erholung oder so, sondern es ist immer so ein Miteinander. Es ist ein unglaublich großer Bestandteil von Kommunikation. Und ein Kompromiss bedeutet ja immer, dass jeder sich irgendwie zurücknehmen muss. Und wenn dein Anspruch ist, dass keine Maschinen in den Wald fahren dürfen, so, dann funktioniert das natürlich nicht. Aber wenn man das sieht, dass halt Kompromisse geschlossen werden, dann finde ich es eigentlich umso schader, dass Leute das so denken, dass die Förster den Wald kaputt machen. Weil eigentlich ist der Beruf des Försters und der Försterin, den Wald irgendwie zu pflegen und zu gucken, dass es halt irgendwie alles miteinander funktioniert. Und kaputt ist der Wald schon. Also eigentlich versuchen Försterinnen und Förster, den wieder dahin zu kriegen. Ja, eine Frage, die mir mal gestellt wurde, und da hat eine Frau gefragt, die haben da so richtig schöne, dicke Eichen gefällt und die waren noch total gesund. Und das trifft so ein bisschen das so, man macht es ja nicht, also man nutzt es ja. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber man will ja gesundes Holz nutzen. Also ich will keinen morschen Holzbalken bei mir im Dach haben oder einen Tisch, wo ein riesen Loch drin ist, sondern ich will ja gesundes Holz haben. Und klar, das sagen auch viele Försterinnen, jeder Eingriff, also jede Holzernte ist ein Eingriff und eine Schädigung am Ökosystem, am natürlichen Ökosystem. Ja. Aber es muss halt einfach so gehalten werden, dass man sagt, ja, das kriegt das Ökosystem ganz entspannt abgepuffert. Also wenn da mal ein Baum rausgenommen wird, da schließt sich das Kronendach. Manchmal ist es wirklich so, Simon zum Beispiel, der geht immer nach einer Holzernte durch den Wald und sagt, ja krass, das sieht aus, als hätte man hier gar nichts gemacht. Ne? Dann sieht man mal unten so die Stubben, also die Baumstümpfe, die noch über sind, aber das sieht alles echt sauber aus. So, das ist eine gute, saubere Holzernte. Und wenn man 5 Jahre später da hinkommt und das Ökosystem gesund ist, das hat so eine Wuchskraft, das ist sofort wieder zu. Also das geht so, so schnell. Und ich finde das eigentlich ganz gut, dass man sagt, so ja, hier sieht man gar nicht, dass hier was gemacht wurde. Und das muss eigentlich der Anspruch sein. Ja. Absolut, ja. Und also deswegen, wenn ihr euch da vielleicht auch wiedergefunden habt in dieser Aussage, würden wir uns total freuen, wenn ihr da versuchen könnt zu differenzieren. Kommt mit Försterinnen und Förstern ins Gespräch. Schaut euch an, was wir auf unseren Kanälen hier irgendwie posten.
weil wir da einfach versuchen zu zeigen, welche unglaublich vielen Gedanken dahinter stecken, wenn ein Baum gefällt wird. Oder wenn, es ist ja auch nicht nur Holzende, sondern es ist ja alles, ne? Oft ist ja auch schon ein Eingriff, ein Weg irgendwie durch den Wald zu legen. Und natürlich wollen wir auch irgendwie durch den Wald gehen. Und genau, also wir geben uns ganz viel Mühe, den Wald nicht kaputt zu machen.